Hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Part Let's Survive Fallout 4. Hört man mich eigentlich gut? Bevor wir mit Paladin reden... Du solltest dich besser beeilen. Paladin Dance lässt man lieber nicht warten. Ja, ich werde mich aber erstmal kurz aufs Ohr hauen zum Speichern. Das hätte ich nämlich beinahe vergessen, sonst hätte ich hinterher wieder... ihr wisst schon. Eine Stunde... Gut, gespeichert. Los geht's. Lock mit Händen in der Tür feste. So, Paladin. Paladin Dance ist ein unglaublich guter Truppführer. Ich wüsste nicht, was wir ohne ihn machen sollten. Paladin Dance. Bist du bereit? Warum das Polizeirevier? Ich weiß nicht so genau. Warum das Polizeirevier? Warum habt ihr einen Außenposten in einem Polizeirevier errichtet? In Anbetracht der Tatsache, dass es sich um ein Polizeirevier handelt, hielten wir es für klug, dort nach Waffen und Munition zu suchen. Der Funkmast auf dem Dach war nur ein unerwarteter Bonus, auch wenn er noch gewisse Mängel hat, die wir beheben müssen. Es ist vielleicht nicht so imposant wie die Zitadelle im Ödland der Hauptstadt, aber für unsere Zwecke reicht es. Mehr will ich derzeit dazu nicht sagen. Bist du bereit, die Mission fortzusetzen? Bereit. Bereit. Wunderbar. Folge mir und versuche nicht zurückzufallen. Ja, Buggy ist ein Helm, ne? Ja. Aber, ja gut. Wir nehmen diese Gasse. Mir nach. Ja, ja. Pass auf, es könnten Minen irgendwo liegen. Arcjet liegt im Westen, nicht weit von hier. Wenn wir dieser Straße folgen, können wir den größeren Ghoul-Gruppen aus dem Weg gehen, die sich in Cambridge rumtreiben. Sich so weit vom Polizeirevier zu entfernen, ist riskant. Aber den Sender funktionstüchtig zu bekommen, hat oberste Priorität. Wenn es nach mir ginge, hätte ich mein Team schon längst verlegt. Aber Gelehrte Halen hat beunruhigende Energiewerte in der Gegend gemessen, denen wir nachgehen müssen. Wir wissen nicht viel darüber, nur dass sie lediglich für kurze Zeit auftreten und eine Frequenz verwenden, für die fortschrittliche Technologie erforderlich ist. Wir befürchten, dass derjenige, der für diese Energiewerte verantwortlich ist, eine Bedrohung sein könnte. Also müssen wir der Sache nachgehen. Ja? Brauche ich die? Lederrüstung, Harnisch? Ich meine, ich jetzt schon. Mit Taschen abgedunkelt. Linker Arm. Linkes Bein. Mit Taschen umgürtelt. Nein, brauchen wir nicht. Kronkopfmücke, Erkennungsmarke. Ja, Paladin, mit mir, da musst du ein bisschen warten. Denn ich loote gerne. Da ist noch jemand. Ich loote gerne. Und sterbe natürlich auch sehr gerne. Gut, haben wir abgespeichert. Ja. So. Dann auf. Ja. Ladebildschirm. Braucht heute ein bisschen. Da sage ich zu ihm, er soll aufpassen auf die Minen. Ich passe selber nicht, aber wo sind die? Habe ich gar nicht gesehen. Muss ich nochmal drauf achten. Oder ich gehe nicht zu dem einen Ghoul, da lasse ich Ghoul sein. War irgendwo eine Falle? Ich habe da nichts gesehen. Du solltest dich besser beeilen. Paladin Dance lässt man lieber nicht warten. Ja, ich beeile mich. Dance. Bist du bereit? Bereit. Wunderbar. Folge mir und versuche nicht zurückzufallen. Oh,
Okay. Wir nehmen diese Gasse. Mir nach. Okay. Archet liegt im Westen, nicht weit von hier. Wenn wir dieser Straße folgen, können wir den größeren Ghoul-Gruppen aus dem Weg gehen, die sich in Cambridge rumtreiben. Sich so weit vom Polizeirevier zu entfernen, ist riskant. Aber den Sender funktionstüchtig zu bekommen, hat oberste Priorität. Wenn es... Überlegt. Der Gelehrte Halen hat beunruhigende Energiewerte in der Gegend gemessen, denen wir nachgehen müssen. Ich weiß nicht viel darüber, nur dass sie lediglich für kurze Zeit auftreten und eine Frequenz verwenden, die fortschrittliche Technologie erforderlich ist. Wir befürchten, dass derjenige, der für diese Energiewerte verantwortlich ist, eine Bedrohung sein könnte. Also müssen wir der Sache nachgehen. So, eine habe ich gefunden. Jetzt ist wieder überall was anderes drin. Aber wurscht. Die nehme ich dir. Ah, da. Nur die noch, ne? Ja, Paladin, ich komme gleich. Und ja, ich wollte eigentlich was erzählen, aber Paladin quatscht immer dazwischen. Genau, Fallout 76. Es ist raus, kommt am 14. November. Ach ja, es ist ein Online... Bin ich in der Hocke? Nein. Also es ist online für Mehrspieler, also Multiplayer. Finde ich ganz toll. Nichts drin. Auch nichts drin. Auch nix. Ja. Polunder und Hose. Naja, egal. Ja, ich freue mich schon sehr. Also, die Meinung ist gemischt, weil es gibt viele Änderungen wohl. Natürlich ist es auch Singleplayer-mäßig spielbar. Viele neue Kreaturen. Endstation! Ach, den hat's schon. Okay. Ja. Es überrascht dich vielleicht, aber mein Erkundungsteam ist nicht das erste, das ins Commonwealth vorgedrungen ist. Über die letzten 7 Jahre hat die Bruderschaft 2 weitere Teams hierher geschickt, um Technologie zu sammeln. Die Mission des ersten Teams war ein großer Erfolg. Sie haben kistenweise Vorkriegsartefakte und historische Dokumente mitgebracht. Die zweite Mission verlief nicht ganz so gut. Kurz nachdem das Team angekommen war, ist der Kontakt ab und wir haben nie wieder etwas von ihnen gehört. Was mein Team angeht... Immer Ruhe. Also, 4 und 7. Ja. Wir haben schon 4 Männer an dieses verfluchte Ödland verloren. Seit unserer Ankunft werden wir laufend attackiert. Aber trotz dieser Rückschläge denke ich nicht daran aufzugeben oder als verschollen gemeldet zu werden. Okay, laber nicht so viel. Ich muss auch erzählen. Ja, einer hatte in einen Kommentar geschrieben. Du hast bestimmt deine Gründe, aber für mich sieht das nach Schrott aus. Christen hat doch auch mal den Mund, ich bin doch am Erzählen, dass es wohl keine NPCs gibt.
Es soll eine Story geben, aber ohne NPCs, weil man als Singleplayer helfen dann einige Ghoul und Kreaturen oder findet man nur Zettel und Bücher, die die Story weitertreibt? Wer weiß. Also ich freue mich schon wahnsinnig drauf. Es wird auch auf meinem Kanal geben. Es, jemand meinte auch, kann sein, dass es gar keine Mods dafür gibt. Also es nicht modfähig ist. Aber welches Spiel von Bethesda ist nicht modfähig? Okay, ich glaube Wolfenstein kann man, konnte man keine Mods machen, oder? Ich muss sagen, Wolfenstein hat mich auch nicht so interessiert. Ich habe Wolfenstein nicht verfolgt. Ich habe mal den ersten Teil gesehen, reingeschaut, nicht richtig gesehen. Ja, es ist nicht meins. So, alles. Durchladen! Ja, lad durch. Aber Skyrim von Bethesda war... Dankeschön. Ja, auch mit Mods. Vielleicht gibt es ja doch Mods, weil es ist okay, es ist eine Beta-Version. Sowieso. Aber... British. Preston, du benutzt wieder deine Waffe, ne? Weil du hattest ja nur eine Patrone. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Vielleicht werde ich das Spiel für die PlayStation holen. Also ich werde mir vorher eine PlayStation kaufen. Da wären wir. ArcJet Systems. Draußen sollten keine Sicherheitssysteme sein. Wir können also durch den Haupteingang rein. Ja, dann geh du mal. Ich guck mich noch einen Moment hier um. Aber hier ist nichts. Ich bin auch müde, merke ich gerade. Doch, hier ist was. Funkkarten, Stimpack. Ja. Ich werde es wahrscheinlich für die PlayStation 4 holen, weil ich mir die PlayStation 4 sowieso holen will. Da gibt es ja demnächst sehr viele neue Spiele. Days Gone. Dann, wie heißt das? Stranding? Hieß das so? Also viele exklusive PS4-Spiele gibt es. Vor allen Dingen The Last of Us 2. Kann ich mich? Nein. Wo ich ja natürlich sehr drauf warte. Wo ist denn jetzt Paladin? Ich habe den aus den Augen verloren. Ich guck nur mal hier rein. Schreibtisch hat einen Aschenbecher. Eine Melone, Ventilenti. Ich weiß, wir werden nachher wieder überladen sein. Ist er schon reingegangen? Ich weiß es nicht. Wo ist der? Wo ist der Riese? Jetzt auf der Karte angezeigt. Folge Paladin Dance? Okay. Markierung entfernen. Wo ist er denn?
Mann, er ist doch da. Arcjet drinne. Das ist doch nicht hier unten. Das ist doch wieder Buggy. Hallo? Ich guck mal grad. Ist er abgestürzt oder so? Nee, vergesst es, der ist da drin. Das ist Buggy. Na gut. Dann nehmen wir hier halt noch was mit. Was? Klebeband und schmutziger Aschenbecher. Keine Ahnung, das ist wieder so buggy. Naja, was soll's. Ich freue mich, ich weiß nicht. Ich bin wirklich gespannt. Es gibt neue Gegner. Gut Grey. Was? Gut Grey Garden? Oh. Grey Garden ist ja hier in der Nähe. Ach, das können wir nachher machen. Kommt. Wir gehen jetzt zurück, wo wir hin sollen. Also ich freue mich. Ich bin auch positiv eingestellt. Wird schon alles super sein. Und ja. Ach, ich komme da nicht drüber. Wir lassen uns einfach überraschen. Also mit Mods, wenn es keine Mods gibt, ist mir auch egal. Man kann ja überall bauen und man bekommt wahrscheinlich genug dafür. Ja, bin auf dem richtigen Weg. Vielleicht, wenn wir da jetzt gleich durch die Tür reingehen, ist er dann da. Wenn nicht, dann gehe ich nach Hause. Aber der war von der Sekunde hier und dann auf einmal wieder weg. Naja, was soll's. Gehen wir rein. Vielleicht ist er ja drin. Also ich freue mich und ich hoffe, ihr euch auch. Oh, ich wollte schon sagen, okay, er ist da. Bist du sicher, dass es sich lohnt, das mitzunehmen? Paladin Dance. Los, weiter. Wir reden später. Ja gut, reden wir später. Es waren Firmen wie diese hier, die den letzten Nagel in den Sarg der Menschheit schlugen. Sie nutzten die Technologie für ihre eigenen Zwecke aus. Ja. Ich trinke mal eine Nuka. Aber ich denke, das wird noch heftig hier. Wieder eine Schallgedämpfte. Der
ist schon wieder weg. Der haut immer ab. Sieh dir das alles nur an. Standard. Oh. Stahl. Okay. Arknet mehr Sicherheitsbedenken. Von Thomas Reinhardt, CEO, an gesamtes Sicherheitspersonal. Ich möchte, dass Sie gemeinsam mit Ihrem Team eine neue Sicherheitsstrategie für den ArcJet-Komplex ausarbeiten. Das ist unser erster Auftrag für die USSA und ich möchte keine Probleme mit der Sicherheit haben. Wenn wir am XMB-Hilfstriebwerk arbeiten, verdoppeln Sie die Bewachung rund um die Uhr und installieren Sie automatische Abwehrmaßnahmen innerhalb der Anlage. Ich möchte außerdem noch, dass Sie einen Berater einstellen, um ein besseres Sicherheitspasswort für unsere Terminals auszuarbeiten. Das automatische Versenden von Passwörtern per Mail nach Ablauf einer bestimmten Zeit ist lächerlich. Arknet Mail Geschütztürme. Sam Brandt, Leiter der Sicherheit, an gesamtes ArcJet-Personal. Ab morgen geben wir Identifikationsmarken an alle Mitarbeiter aus, die jederzeit getragen werden müssen. Die Marken sind mit einem schwachen radioaktiven Isotop überzogen, das unsere internen Sicherheitsgeschütztürme davon abhält, versehentlich die eigenen Mitarbeiter zu erschießen. Sollten Sie sich ohne Marke in der Nähe des Maschinenkerns aufhalten, sind wir nicht verantwortlich für Verletzungen. Die sind in diesem Fall eventuell erleiden. Die Geschütztürme gehen in einer Woche in Betrieb. Daher empfehle ich Ihnen, sich schnellstmöglich für Ihre Marke anzumelden. Arknet Mail Vorfall im Maschinenkern. Von Thomas Reinhardt, CEO, an Sam Brandt, Leiter der Sicherheit. Sam, was zum Teufel ist da unten los? Wie ist ein Pressevertreter an der Sicherheit vorbei, durch die gesamte Forschungseinrichtung bis zum Maschinenkern gekommen, ohne unsere Alarme oder Geschütztürme auszulösen? Wir haben hier einen ganz schönen Schlamassel und Ihre Aufgabe wird es sein, ihn wieder zu beseitigen. Es ist mir egal, wie Sie das bewerkstelligen, aber tun Sie es. Sollte das später auf uns zurückfallen, werden Sie dafür verantwortlich gemacht. Das schwöre ich Ihnen. Protektron-Steuerung. Die sind ja tot. Okay. Geschütztürme aufpassen. Deinen Spüler nehme ich jetzt nicht mit. Ich weiß nicht, wo der ist, Paladin wieder. Es wird gezeigt, ich soll rausgehen. Ich kann aber nicht raus. Also irgendwas läuft hier. Also vom Sound her. Aschbecher, Labor, Analytik, Erinnerung, Passwort, Sicherheit. Von Sam Brandt, Leiter der Sicherheit, an alle Mitarbeiter. Dies ist die jährliche Erinnerung daran, dass alle Passwörter für die Terminals und Zentralrechner monatlich geändert werden müssen. Sollte dies nicht geschehen, kann das zu automatischen Passwort
Änderung zur Aufhebung von Netzwerkprivilegien und oder zu Disziplinarmaßnahmen führen. Bitte tragen Sie dazu bei, dass ArcGIS-System weiterhin sicher ist. Automatische Passwortänderung. Nachricht zur automatischen Passwortänderung. Laut Protokoll ist Ihr Terminalpasswort 3 Monate lang nicht geändert worden. Aus Sicherheitsgründen wird Ihr Passwort jetzt zurückgesetzt. Ihr neues Passwort lautet 9YB3N. Diese Nachricht wurde automatisch erstellt. Bitte antworten Sie nicht auf diese Nachricht. Gut, weiter. Was ist los? Bin ich überladen? Doch, wie komm her? Hier drüben. Hab schon zu viel wieder gesammelt. Das Jagdgewehr auf jeden Fall nimmst du mit. Die Spitamine schmeißen wir weg. Die brauchen wir auch nicht. Ja, damit ist voll. Ich schmeiß mal die Splittermine weg, die brauche ich nicht. Pullover und Hose auch nicht. Charisma. Wecker. Entsperren. Passwort erforderlich. Laborsteuerung. Zugriff auf Prototypverbindung Fehler. Verbindung zu Prototyp nicht möglich, wenn Sie sich bitte an einen Techniker. Sicherheitstürsteuerung. Tür öffnen. Hallo. Gute Arbeit. Jeden Tag. Ich weiß nicht, wo Paladin ist. Ich höre ihn, aber... Keine Ahnung. Ich schmeiße gleich alle weg, keine Angst. Er sagt sehr gute Arbeit, aber wo bist du? Ey, das ist doch buggy. Das heißt, wir müssen alles alleine machen. Egal. Waffen. Brauchen wir nicht. Brauchen wir eigentlich auch nicht, die sind ja Müll. So. Klebeband, Sturmfeuerzeug, das nehme ich gerne mit. Mach mal Licht aus. Sensor meldet feindliche Präsenz. Nette Treffer. Ist da jemand anwesend? Ich häng fest. Ja. Verdammt, wo sind sie? Ja, geh mal weg, Preston. Ich hau dich. Jegliches Leid, das ich Ihnen möglicherweise zufüge. Mhm, das glaube ich dir voll aufs Wort. Kein Grund zur Sorge. Offenbar ist mein Ziel verschwunden. Ja.
effektivsten Angriff. Dann berechne du mal. Kurze Feuerschild! Ich muss einen Moment warten. Hat mich doch dadurch getroffen. Oh je. Oh je, oh je. Oh je, Mene. Naja, vielleicht ist dann das mit Paladin nicht so buggy. Wir müssen dann wieder hier anfangen. Oh je. Ja gut, das machen wir dann im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zusehen. Daumen hoch, Kommentar, Tipps und Tricks wie immer. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin. Adios.